Sind wir gerade im Stadion? Sind wir gerade im Stadion? Mic check. Mic check. Das ist schwieriger. Aber ich werde es versuchen. Wir sind also gerade im Stadion. Unsere Gesetzeslage. Genauer einzulesen. Ich möchte euch dazu alle. Mic check. Ich werde das jetzt auf Deutsch machen, weil ich sonst mit dem Vorlesen estaban ahí drogando. La chica hasta la conozco yo, bueno, tenía la cara morada, como suena en el vídeo, pero sí. No, la patada no se la llegó a dar, se ha muerto. La patada es la patada. Von der Reihe auch, oder? Ja, ich spreche mal Deutsch. Bezirk. Zu diesem beschriebenen Bezirk steht im Gesetzestext: öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel und Aufzüge innerhalb der nach § 1 gebildeten befriedeten Bezirke sind zuzulassen, wenn eine Beeinträchtigung der Tätigkeit des Deutschen Bundestages und seiner Fraktionen, des Bundesrates oder des Bundesverfassungsgerichts sowie ihre Organe und Gremien und eine Behinderung des freien Zugangs zu ihren in dem befriedeten Bezirk gelegenen Gebäuden nicht zu besorgen ist. Festzuhalten, hier kommt jeder rein, der will. Weiter zu der Frage, ob denn unsere Schlafsäcke oder Ähnliches eine Ordnungswidrigkeit darstellen, hat das Bundesverfassungsgericht am 7. März diesen Jahres ein Urteil gefällt. In diesem Zusammenhang wurde festgehalten, dass der Schutz der Versammlungsfreiheit, dass dieser Schutz ist nicht auf Veranstaltungen beschränkt, auf denen argumentiert und gestritten wird, sondern umfasst vielfältige Formen gemeinsames Verhaltens bis hin zu nichtverbalen Ausdrucksformen, was ja auch Schlafsäcke oder Zelte darstellen können, darunter auch Sitzblockaden.
Bei einer Versammlung geht es darum, dass die Teilnehmer nach außen schon durch ihre bloße Anwesenheit, die Art des Auftretens und des Umgangs miteinander oder die Wahl des Ortes, dieser Ort hier, im eigentlichen Sinne des Wortes Stellung nehmen und ihren Standpunkt bezeugen. Verfassungsgericht, März dieses Jahres.